Ist ziemlich gutes Zeug, nicht wahr, Jungs? Ich habe ja gesagt, ich habe echt gutes Zeug dabei. Hm. Also wie viel wolltet ihr jetzt haben? Gleich 10 Stängel für jeden? Gar kein Problem. Du brauchst aber ziemlich viel. Okay, gut. Aber jeder kann es so machen, wie er möchte. Ich meine, die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger. Ich bin noch ganz am Anfang. Also mir reichen 8 Stück am Tag. Wie viel rauchst du? Okay, er raucht jetzt eigentlich, glaube ich, schon seinen dritten. Aber egal. Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind mitten in Altmine und ja, wir suchen hier nach dem Nest der Minecrawler, genau. Wir sollten hier auch irgendwo den Chef mal bald finden. Vorne ist es nicht. Ich habe mal geguckt. Er ist der Viper. Vielleicht unterhalten wir uns mit ihm. Und checken mal aus, was er hier so den ganzen Tag an diesem Blasebalg macht. Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt und ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war, dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr hier runtergekommen. Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Ach, sieh mal an. Oh, er hat ja eine Menge am Start. Haben wir überhaupt so viele Sachen? Okay, wir haben noch ein paar Sachen. Ja, guck mal, wir haben die Felle, die können wir ihm noch geben. Ja, komm, die Flügel geben wir ihm auch, dann die Stacheln. Wir nehmen das ganze Geld, was er hat. Ein paar Füße, natürlich. Die hätte ich auch ganz gern. Moment, dann das auch noch. Das passt ja schon fast. 10 haben wir auch noch eine Menge am Start. Okay, cool. Also 750 hat er. Ja, okay, es passt nicht ganz. Moment. Wir geben ihm einfach ein paar Pfeile noch. Und dann sollte das doch passen. Genau, so zack. Und dann nehmen wir noch das ganze Erz an uns. Ich hätte fast Enter gedrückt, ohne das Erz hier rein in die Mitte zu legen. Na schön, da haben wir doch gut abgesahnt, würde ich mal sagen. Wofür wir das Erz auch immer benötigen, wir wissen es nicht. Wir wollen einfach nur sehr viel davon haben. Schade, dass wir davon nichts nehmen können. Es wäre schon sehr reizvoll. Zudem ist es eine Ehre, das alte Lager zu beklauen im Namen des Schläfers. Wir sehen schon, er ist jetzt auch in einem Trance-Zustand für die nächsten paar Stunden und wird sich erstmal mit dem Schläfer verbinden. Vielleicht kommt er auch mit in die Sekte. Ich werde ihn später fragen, ob er mitkommen möchte. Jetzt muss er sich erstmal mit dem Schläfer connecten. Gut, da hat das ja sehr gut geklappt. Du chillst hier erstmal ein bisschen noch? Und wir überlegen uns, wo sind wir eigentlich lang gekommen? Okay, nein, er ist immer noch im Trance-Zustand. Ich glaube, wir... Ja, ich bin mir überlegen. Ich glaube, wir sind von oben gekommen. Und dann waren wir hier oben auch nochmal. Also ich würde sagen, hier könnten wir entweder lang oder hier, wo der Herr Gardist steht. Ich glaube, oder hier waren wir auch schon. Es könnte auch sein, dass wir doch nur noch einen Weg offen haben. Ich glaube doch. An die Leitern kann ich mich sehr gut erinnern. Und auch an die ganzen Leichen hier. Mensch, Junge, pack doch mal die ganzen Skelette da weg. Er könnte sie ja weiter in den Gang schieben. Das wäre eine gute Idee. Naja, ich lasse mal meine Templer-Kollegen hier weiter chillen. Die haben gerade frei. Okay, schade. Wo ist denn der Boss? Vielleicht ist ja er der Boss. Der steht da so wichtig. Okay, auch cool. Ach, das ist der Stampfer. Den haben wir ja mit dem Zahnrad repariert. Ziemlich cool. Oh, der arme Ork. Okay, er muss den ganzen Tag... Kann er hier das Ding betätigen. Okay, das ist schon ziemlich mies. Und die sehen auch ziemlich cool aus. Auf jeden Fall. Also ich mag ihn. Ach, er ist gar nicht... Er ist auch nur Gardist. Wo ist denn der Boss? Wo ist der Boss? Mal sehen. Wir haben hier einen Butler, ein paar Pilze. Ich weiß gar nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, diese ganzen Pilze einzusammeln.
ob wir die jemals verwenden werden. Wir nehmen sie dennoch mit, ähnlich bei dem Kraut. Von dem sollten wir mittlerweile übertrieben viel haben. Wir gucken mal kurz. Ja, wir haben so viele Sachen. Wir haben echt so viele Sachen. Wir können auch mal uns einen kippen. Wir haben schon lange kein Bier mehr getrunken. Mittlerweile haben wir auch schon angefangen, uns das durch die Nase zu kippen. Es knallt einfach besser. Seht ihr? Dann spart man sich Bier. Dann brauche ich nicht mehr 5 Bier am Tag, sondern nur noch 2. Okay, kommt. Wir gehen weiter und hoffen doch mal, dass wir hier den Chef finden. Vielleicht ist er ja auch da vorne. Da ist einer mit einer guten Rüstung. Ich würde allerdings erstmal bevorzugen, hier die Leiter hochzugehen. Und zu gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes auf uns wartet. Mal gucken, ein Butler. Noch ein Butler. Okay, nee. Schade. Schade. Nein, wir benutzen lieber die Leiter. Ich glaube, das ist doch ein bisschen zu hoch. Aber, ach cool, man kann die Leiter mitten beim Runtergehen also loslassen. Das ist sehr gut. Okay, hier sind ein paar Butler. Hier ist dieses riesige Tor. In den dunklen Teil der Mine. Askan, das könnte ja sein. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Verdammt. Ach so, ach, wir waren schon ja bei Ian. Moment. Hey Askan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Askan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Ja, gar kein Problem. Ich werde meine Brüder selbstverständlich hierhin holen. Selbstverständlich, wenn sie sofort helfen und ihre Pause beenden. Sie haben erst 2 Tage am Stück gearbeitet. Sie können eigentlich nochmal 2 drauflegen. Ist alles in Ordnung. Für den Schläfer werden sie sich gerne aufopfern. Ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch, dass sie direkt mitkommen werden. Ich denke, er meinte auch die 3, die hier chillen. Hier schön in der Wärme des Ofens. Ja, die sind hier auch die ganze Zeit. Seitdem wir hier sind, machen sie Pause. Moment, können wir mit ihnen reden? Erwache. Erwache, mein Freund. Was liegt an? Hör mal. Musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Ich verstehe das als meine Primäraufgabe, hier jeden Menschen kennenzulernen. Gornakoshi ist noch am Essen. Erwache. Erwache, mein Freund. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Danke, mein Bruder. Lass mich vorbei. Sehr gut, dass mein Bruder mit der einen Augenbraue uns helfen möchte. Das macht mich auf jeden Fall sehr viel sicherer in dem Gelingen unseres Unterfangs. Mal sehen, ob er mitkommen möchte. Erwache. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Ach, er könnte auch 2 haben. Hier, vielleicht hilft er das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Selbstverständlich, mein Bruder. Er geht in die falsche Richtung. Okay. Er hat sich nur kurz vertan. Liegt auch an den Sumpfkraut. Das macht auch Orientierungsprobleme. Es liegt an dieser Vergesslichkeit, die da durchkommt. Ab und zu fragt man sich einfach nur, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Aber naja, so schlimm ist es eigentlich. Eigentlich ist es auch ganz witzig. Moment. Also wir konnten ja nur die Templer mit den Namen nehmen. Und ja, unten der Templer, der normale, wollte nicht. Er hat uns ja eigentlich nur angesaugt. Deshalb dachte ich mir, hier vorne war ja noch einer gewesen. Mal gucken, ob der mit möchte. Erwache. Erwache, mein Freund. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich.
Lass mich mal vorbei. Ja, natürlich lässt dich vorbei. Natürlich, mein Bruder. Er bewacht hier weiter. Obwohl eigentlich hier nichts mehr ist, aber egal. Er kann natürlich hier chillen. Ja, ich denke, wir müssen auch warten, bis unser Bruder, unser sehr langsamer Bruder, auch am Ziel angekommen ist. Diesbezüglich haben wir ein bisschen Zeit. Wir sollten uns heilen. Es sieht so eigentlich so aus, als müssten wir kämpfen. Wir nehmen ein bisschen von dem vergammelten Fleisch. Das kann man noch essen. Ist okay. Ich habe das frische Fleisch mit dem vergammelten Fleisch vermischt. Dann hält das länger und der Geschmack ist auch besser. Ich finde, es schmeckt eigentlich ganz gut. Es ist erst, ja, so 11 Tage waren wir schon hier. Nehmen wir mal den Durchschnitt, so ungefähr so 6 oder so oder vielleicht 5, irgendwas. Lass mich mal vorbei. Ja, natürlich. Bitte sehr. Na, Gornabar lässt sich aber ganz schön gut Zeit. Ja, ist wirklich die Ruhe in sich. Das kommt vom Meditieren. Ja. Der Schläfer hat auch eine sehr beruhigende Wirkung. Ich muss ja sagen, dass ich seitdem nachts sehr gut schlafe. Ja, auf jeden Fall. Tja. Da sind wir jetzt hier. Ne? Mitten in der Mine. Wir suchen jetzt ein paar Minecrawler. Wir haben eigentlich unser Ziel aus den Augen verloren, hier auszubrechen. Jetzt sind wir eigentlich in der Sekte. Ja, ich sag schon wieder Sekte. Ja, aber irgendwie ist es auch eine. Ob das wohl am Sumpfkraut liegt? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass es am Sumpfkraut liegt, dass wir in der Bruderschaft jetzt sind. Aber der Schläfer ist eigentlich auch ganz witzig. Also er hat einen guten Humor. So ab und zu, wenn ich mich mit ihm connecte. Also er ist schon echt cooler Typ. Tja. Da sind wir auch schon gleich an unserem Ziel angekommen. Er sieht wirklich sehr cool aus. Sieht wirklich sehr cool aus. Und ich bin ja auch sehr gespannt, dass wenn wir hier... Oh, hier liegen ja noch Sachen. Wenn wir die Quest fertig haben, ob dann Korkalom vielleicht Danke sagt oder so. Mal sehen. Ich bin gespannt. Weil wenn wir das schaffen, dann sollte er sehr, 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 sehr glücklich sein. Und das ist sehr cool. Ich freue mich, mit meinen drei Brüdern gleich in den Kampf zu gehen. Wir sollten aber dennoch speichern. Obwohl ich selbstverständlich der Macht des Schläfers vertraue, aber dennoch ist es sicherer. Und es ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass wir speichern. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Das Tor kann geöffnet werden. In Ordnung. Dann öffne du den Schacht. Der Tanz kann beginnen. Okay, wir haben die Ehre, selbstverständlich. Wir werden es tun. Ach, okay, komm, wir kämpfen. Sind die viele? Ist das gefährlich? Okay, die waren eigentlich ziemlich billig. Wir sollten doch nach vorne stürmen, gucken, so viele wie möglich zu bekommen. Oh, es ist hier dunkel. Wir müssen gleich diese Zauberrolle benutzen. Lass mich mal vorbei. Ja, ich... Lass mich mal vorbei. Wo bist du denn? Hallo? Ach, lass mich mal vorbei. Ja, Moment. Moment. Moment, ich sorge für Licht. Benutze die heilige Magie des Schläfers. Achso, wir haben das schon ausgewählt. Moment. Schläfer erleuchte den Pfad. Sehr gut. Es hat geklappt. Ach, Moment. Wir nehmen uns dann noch die ganzen Zangen. Irgendwie, die Zangen sollen ja auch knallen. Also zumindest denke ich das. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich denke, dass Chor uns dabei helfen kann, aus den Zangen eine interessante Substanz zu machen. Ach, verdammt. Ach, der Crawler liegt hier aber auch ziemlich beschissen. Moment, können wir uns mit denen noch unterhalten? Kommen die nicht mit? Oder wollen die jetzt hier einfach nur stehen? Hallo. Hallo. Ach. Erwache. Erwache, mein Freund. Ach, okay. Möge der Schläfer dich schützen. Ja, danke, dich auch. Okay, wir heilen uns dann nochmal hoch. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück. Wir nehmen einfach mal einen Heiltrank. Wir sind ja einfach so... Wir haben auch mega viele Heiltränke. Okay, vielleicht ist es auch besser, die für später aufzubewahren. Das werden wir noch sehen. Oh, ich dachte, hier wäre kurz kein Boden. Achso, da oben, das ist alles Erz. Ich dachte, da wären schon vielleicht irgendwie nestähnliche Gegenstände.
Oh, das sieht wirklich ekelhaft aus. Was ist das denn hier? Ist es... Ich hoffe, wir müssen da nicht rein. Und wie lange die sich noch bewegen? Kann man hier reingehen? Was ist das denn? Ist es wirklich hier zum Reingehen? Ist ja ekelhaft. Boah. Was ist das denn? Bauen die sich aus Fleischgängen oder wie? Aus wessen Fleisch denn? Komische Viecher. Da oben können wir wohl auch lang, oder? Na, Moment. Nee, es sieht nicht so aus. Vielleicht kommen wir da ja später wieder zurück oder was weiß ich. Weil man kann, könnte ja hier runterhoppeln. Es sieht so wie so ein Durchgang aus. Ja, hier, du. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das ein Anusgeflecht? Von einem sehr großen Minecrawler? Es könnte sein. Nicht, dass das von der Brutmutter hier irgendwie... Ich will es mir gar nicht vorstellen. Oh Mann. Ja, wenn die wirklich so groß ist, dann müssen wir gucken, dass wir die abfackeln. Wir können ja dann nicht hier mit unserem kleinen Kolben platt machen. Naja. Na komm, wir nehmen noch die Zangen mit. Hier oben liegt aber auch nichts. Hier ist nur weiteres Anusgeflecht. Schade. Ja, hier liegen einfach irgendwelche Pilze. Aber da vorne ist Licht. Da müssen wir eigentlich gleich mal gucken. Ah, hier unten ist auch Licht. Okay. Okay, okay. Okay, hier ist aber nichts. Hier oben kann man bestimmt lang. Oder kommt man dann dahin, wo wir eben gesehen haben? Nein! Okay, ja, okay. Aber ich denke, es ist... Ach, verdammt. Oh, jetzt habe ich mich gut erschrocken. Fieses Teil! Stirb! Stirb für den Schläfer! So. Haben wir das nochmal geklärt? Der Schläfer ist sehr glücklich. Ich muss ja sagen, die sehen schon ziemlich cool aus. Mit dem Horn so hinten am Kopf. Also die sehen schon sehr geil aus. Also ich hoffe ja, dass wir... die züchten, weil ich fände das schon ziemlich intelligent, von denen ein paar zu haben. Vielleicht könnte man ja aus denen Reittiere machen. Die müssten eigentlich ganz gut reitbar sein. Ja, vielleicht gibt es ja auch noch größere. Weil die sind doch ein bisschen flach gewesen. Moment, wir brauchen ein bisschen Fleisch am besten. Ja komm, wir essen ein bisschen von dem vergammelten Fleisch. Ist okay, wir nehmen einfach Magenbitter danach und dann passt das. Zack, das geben wir uns mal ganz schnell. Schön durch die Nase. Ah, okay, ach. Okay, den Wein ausnahmsweise durch den Mund. Anscheinend trinken wir nur das Bier durch die Nase. Tja. Es sieht hier schon sehr böse aus. Ich denke, wir kommen der Brutmutter näher. Und sie wird bestimmt sehr schlecht gelaunt sein. Okay, das sind normale Viecher. Laufen die weg? Nein, okay, die holen Verstärkung. Hier sind wie Ameisen. Ach, verdammt. Scheiße, ist die ekelhaft. Aber sie ist nicht so groß, wie ich dachte. Sie scheint nicht mit dem Anusgeflecht verbunden zu sein. Naja, wir gehen da einfach mal hin und sagen Hallo. Ja. Aber wir kommen einfach drauf. Minecrawler-Königin. Okay, sie ist nicht gerade sehr mächtig. Okay. Okay. Sie war eigentlich ziemlich erbärmlich. Okay, sie besteht eigentlich auch nur aus irgendeiner Form der Geburtsvorrichtung. Okay, man kann sie nicht mal... Man kann sie nicht mal... Okay, hier gibt's Eier. Okay. Schade. Man kann von ihr nicht den Kopf nehmen. Ich hätte ihr auf jeden Fall den Kopf abgeschlagen. Der sieht ziemlich cool aus. Natürlich, für die Hütte... Das hätte dem Schläfer auch sehr gut gefallen. Dann nehmen wir mal die Eier mit. Ja, das ist auch sehr gut. Dann können wir auch die Viecher zu Hause züchten. Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Plan. Wir nehmen mal alle Eier mit. Zack. So. Ich würde sagen, das war auch schon alles.
Warte, wie wenige Eier hat sie denn da gehabt? Reicht das überhaupt? 7 Stück. Sie hat sich eigentlich gar nicht gewehrt. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn wir sie einfach ins Lager mitgenommen hätten. Ich denke, wir hätten die auch hier einfach rausschleifen können. Tja. Gut, gut. Aber cool. Cool. Haben wir doch die Quest fertig. Das gab ja übertrieben viele Erfahrungspunkte. Also mit den Templern, die wir geholt haben, mit der Winde und mit dem Kill und dann noch später mit dem, was Korkalom uns gibt. Also das müsste eigentlich, das sind sehr viele EP. Laufen wir überhaupt den richtigen Weg und liegt da auch ein Ei oder? Nee, das ist ein Erzklumpen, okay. Laufen wir überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir uns hier in dem Anusgeflecht verlaufen. Weil hier muss ja noch irgendwas sein. Weil, woher soll das kommen? Das haben die noch nicht gebaut. Das sieht mehr wie gewachsen aus. Ja. Ja, Moment. Das ist sehr dunkel. Dann nehmen wir doch eine Fackel. Vielleicht ist ja auch noch... Nee, hier ist nichts. Okay. Dann sind wir hier wohl durch. Warte, da war doch was. Warte, was war da denn an der Decke? Oder war das auch... Ach nee, das ist auch Erz gewesen. Ach so, okay. Super. Hey Jungs, ihr hättet mir auch ruhig helfen können. Hallo. Hallo. Wollt ihr nicht irgendwie sagen, gut gemacht? Erwache. Erwache, mein Freund. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Korkalom erwartet dich bestimmt schon. Ja, das stimmt. Der Schläfer erwache. Ich vermisse Korkalom auch ein wenig. Mal sehen, vielleicht sagt er noch was Nettes. Erwache, mein Freund. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Dankeschön, dankeschön. Möge der Schläfer dich schützen. Vielleicht hat noch Lass der mich Heilige... mal vorbei. Vielleicht hat... Lass mich mal vorbei. Jetzt unterbrech mich doch nicht immer. Vielleicht hat der Heilige mit der einen Augenbrauen noch was zu sagen. Nein, hat er nicht. Schade. Der Schläfer erwache. Ja, der Schläfer erwache. Dabei will der Schläfer bestimmt schlafen. Wieso sagen wir eigentlich erwache? Müssten wir nicht sagen schlafe? Oder ermüde? Ach man, dann muss ich erstmal mit dem Meister nochmal drüber reden. Naja, das wird bestimmt auch eine gute Philosophierunde mit ihm. Ja, aber sehr schön. Ich denke, auf die Fackel können wir wieder verzichten. Sollten wir die alte Mine doch eigentlich auch gut untersucht haben? Also ich habe so das Gefühl, dass wir eigentlich alles in der alten Mine mitgenommen haben, was so ging. Wir haben auch echt gut was gefunden. Wir haben 2 Ringe gefunden. Wir haben die Nahkampfwaffe gefunden. Wir haben die Eier. Sehr gut. Auf jeden Fall. Wir laufen falsch. Moment. Wo geht's denn hier wieder hoch? Oder sind wir hier einmal falsch abgebogen? Wo sind wir denn hier? Ach, hier geht's hoch. Ach ja, natürlich. An diesen sehr stabil gebauten Gebilden. Genau. Haben wir eigentlich mal mit ihm geredet? Oder ist er... Ach, okay, er ist Butler. Vielleicht können wir hier angeben. Erwache. Erwache, mein Freund. Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Mindcrawler-Zangen braut unser Guru Korkalom magische Tränke. Okay. Gut zu wissen, aber wir wussten das schon. Dankeschön. Ich will mir überlegen, ob wir nicht unseren guten Bruder... Er steht hier so ganz alleine. Und es verführt mich ein wenig. Es hat auch im Endeffekt, hat der Schläfer gesagt, du darfst, wenn du möchtest. Wir sollten ihn umhauen und seine Waffe klauen. Ich finde, das ist ein guter Plan. Aus Sicherheitsgründen speichern wir. Und werden ihn einfach von hinten attackieren. Oh, das funktioniert sogar. Oh, es funktioniert. Oh, es... Ja, er hat auch genug. Die Hüterklinge. Sehr gut. Hat er noch was? Oh. Ja, okay, komm, das nehmen wir auch. Die gute Wurzelsuppe. Moment, wir gucken uns die Waffe an. Hat sich das gelohnt? Oh, die Waffe ist sehr stark. Oh, ja.
Aber wir können mit Zweihandwaffen nicht kämpfen. Aber wir haben eine sehr schöne Waffe, die eines Templers würdig ist. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ach, ich denke, das ist in Ordnung. Kor wird überhaupt kein Problem damit haben. Und Iberion wird sagen, gut gemacht. Wenn der Schläfer es dir gesagt hat, dann ist alles in Ordnung. Tja, das ist der Vorteil einer Religion. Man kann alles so auslegen, wie man lustig ist. So, warte, ihm kann man bestimmt auch noch Bescheid sagen. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Danke sehr. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Haben wir jetzt noch mehr Bier? Also wie viel Bier brauchen wir denn noch in diesem Spiel? Ich meine, irgendwann ist auch mal gut. Oder die Spieleentwickler hatten ein sehr starkes Alkoholproblem. Plus Sumpfkraut. Ja, genau. Könnte Sinn ergeben. Moment. Wir gehen erstmal schön die Leiter hoch. Wieder sehr vorsichtig. Ich hoffe überhaupt, dass das der richtige Weg ist. Bin mir gar nicht... Doch, es ist der richtige Weg. Sehr gut. Haben wir eigentlich noch irgendwelche Quests? Nee, wir sind jetzt gerade nur mit der Hauptquest beschäftigt. Müssen wir hier auch wieder... Okay, doch. Hier auch wieder die kleine Leiter hoch. Ja, jetzt haben wir wieder diesen sehr langen Fußmarsch vor uns. Ich hoffe ja, dass das demnächst aufhören wird, dass wir so weit laufen müssen. Oder dass wir ein paar Tränke finden, dass wir irgendeinen Typen finden, wo man... Oder dass wir die vielleicht sogar selber herstellen können. Also, weil Kräuter haben wir eigentlich eine ganz schöne Menge. Alchemie konnten wir noch nirgends lernen. Ach, schön mit der Barriere. Wunderschön. Ja, hier sind ja auch zwei meiner Brüder. Den kann ich auch erstmal von unserem Erfolg berichten. Gesegnet sei der Schläfer, meine Freunde. Erwache! Erwache, mein Freund. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und... Gut, das kennen wir schon. Er hat auch nochmal ein ganz anderes Schwert. Der andere unten hat ein goldenes und er hat nochmal ein anderes Schwert. Er hat eins nochmal und das haben wir schon mal gesehen, aber das hier habe ich noch nie gesehen. Das ist so silber, ne? Ja, okay, vielleicht finden wir das ja noch bei wem anderen. Oder wir können uns vielleicht später selber solche Schwerter besorgen. Mal sehen. Mal sehen, wir haben ja auf jeden Fall schon mal eins. Was ganze 71 Schaden macht. Also es klingt eigentlich ganz gut, ja. Ah, wieder schön. Schön mit dem Sternenhimmel. Sehr schön. Hoppeln wir uns doch weiterhin fort. An einen fernen Ort. Sehr gut. Wir werden... Ja, wir gehen hier durch den Wald. Das müsste eigentlich der kürzeste Weg sein. Wir gehen mal oben lang. Vielleicht sind hier noch ein paar Viecher. Da oben haben wir Raptoren. Da gehen wir nicht lang. Hey, hier sagen wir auch gerne Hallo. Mal gucken, wir haben ein Level haben wir geschafft. Und wo wir zwei Händer lernen, wissen wir auch nicht. Vielleicht kann man das ja bei den Templern lernen. Aber ich wüsste nicht, wo man das sonst noch lernen könnte. Also, okay, also die Templer haben uns das noch nicht angeboten, weil die bieten uns jetzt nur Stärke an. Aber ich würde mal sagen, dass man irgendwo... bei uns im Sumpflager ja eigentlich ein Schwert finden, also ein Schwertlehrer haben sollte für die Waffen, die sie auch benutzen. Nur so bisher, ja, so beim Nachdenken ist mir aufgefallen, es gab bisher noch niemanden, der uns ja irgendwie in diesen Künsten unterweisen wollte. Mal sehen, wir sind im Kapitel 2, vielleicht sind die Jäger hier vorne immer noch. Möglicherweise könnte es auch sein, dass sie vielleicht eine neue Aufgabe für uns haben. Die waren ja eigentlich ziemlich cool gewesen.
Die waren sehr nett, die hatten gute Tipps. Der Linke hat uns sogar eine Menge beigebracht. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Okay, Senior Redford will nichts sagen. Drax auch nicht. Okay, schade, Jungs. Ach ja. Die muss ich gar nicht fragen, ob die mit ins Sumpflager kommen wollen. So, ja, das ist echt gut. Ah, okay, schade. Hier kommen wir nicht ganz rüber. Kommen wir den... Moment. Und jetzt geht's. Sehr gut. Wasser kann problematisch sein. Es liegt an den Klamotten. Ist nicht sehr gut zum Schwimmen. Die saugen sich viel zu viel mit Wasser voll. Aber die Sternschnuppe da vorne, die sah sehr gut aus. Oh, okay, die schießt wieder nach oben. Vielleicht war es auch gar keine Sternschnuppe. Die schießt auch nach oben. Es könnten auch Aliens gewesen sein. Könnte auch möglich sein. Die gerade den Planeten verlassen haben. So, wir können den Varan. Zack, zack, rein. Der liegt so erstmal schlafen. Die ihn töten wir wieder nachhaltig. Hier nehmen wir nur das linke Bein. So. Er ist nur K.O. gehauen. Das wächst auch wieder schön nach. Ist alles gar kein Problem. Dann müssen wir erstmal durch den dunklen Wald. Der aber aus der Ferne ihm wie immer hell aussieht. Jetzt, das mit dem Gelben ist sehr eigenartig. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, die 20 Punkte, die sparen wir auch erstmal auf. Die werden wir... auf jeden Fall noch nicht verwenden. Ja, die werden wir auf jeden Fall erstmal sparen. Und ich würde eigentlich am liebsten, ja, so, dass wir dann halt eben die Zweihandwaffen lernen. Also Einhandwaffe, also Level 2 sind wir, genau, da haben wir insgesamt 30 Punkte für ausgegeben. Vielleicht sind Zweihandwaffen teurer, das könnte ja sein, muss aber auch nicht sein. Deswegen so 20 Punkte sollten wir mal im Petto lassen. Beziehungsweise 30. Okay, das ist ja noch ein ganz schönes Stück. Ich habe jetzt nicht genau geguckt. Warte, laufen wir richtig, wenn wir den Weg laufen? Nee. Das ist ein Weg, der nicht auf der Karte eingezeichnet ist, oder? Ah, nee, doch nicht. Okay. Ich habe mich nur verguckt. Ist auch dunkel. Was? Okay, ich dachte, ich hätte eine Blutfliege gespürt. Ah, okay. Das war, was ich gespürt habe. Ich habe doch die Schwingungen wahrgenommen. Die Blutfliege da vorne, die darf überleben. Und die andere auch. Genau, wir gehen nachhaltig mit der Natur um. So wie der Schläfer es von uns will. Dass wir die Natur ehren und jeden Baum küssen. Der Waldschaman im Lager, er macht es ja eigentlich auch schon. Tja, ja. Ob der Waldschamane wohl jemals irgendwie eine Aufgabe hat oder so, das wäre schon ziemlich cool, wenn man mit dem irgendwie mal was machen muss. Es wäre ein bisschen traurig, wenn man mit dem irgendwie nicht so in Interaktion treten könnte. Weil ich finde den Charakter sehr interessant, weil er scheint ja irgendwie wahnsinnig geworden zu sein und meint, er wäre irgendwie der Guru vom Sumpf. Und genau, dass er die Bäume beschützen muss. Sehr gut, wir sind aber schon im Lager angekommen. Das ging wesentlich schneller wie gedacht. Das ist wirklich gut, auf jeden Fall. Wir sehen schon unsere zwei Kollegen. Moin Leute. Hey, ich habe schon gehört, was in der Mine geschehen ist. Gute Arbeit. Damit hast du dir deine Aufnahme zu den Templern verdient. Sprich doch mal mit Koa Angar. Ach, Templer. Templer. Wirklich. Wirklich, Jungs. Ich wäre Templer. Cool. Cool. Das ist wirklich sehr cool. Ich freue mich sehr. Das wird wirklich eine gute Party heute Nacht. Ich würde mal sagen, ihr kommt alle in meine Hütte dann vorbei, wenn es dann wirklich so ist. Und ja, dann gebe ich mal fett einen aus. Ich habe auf jeden Fall Schnaps. Ich habe Wein, ich habe Bier, ich habe auch noch ein bisschen was zu rauchen. Ich habe Minecrawler-Zangen. Ich gehe gleich erstmal zu Chor und werde mal klar machen, dass er uns da irgendwie was Feines draus bastelt. Weil es soll ja auch ziemlich gut sein. Und dann connecten wir später mit dem Schläfer. Das wird ziemlich cool. Okay, Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns später. Macht's gut, ciao. Sehr gut, cool.
Cool, vielleicht können wir auch mit Lester noch reden. Erwache! Erwache, mein Freund. Okay, der Lester. Schläfer möge dich. Alles klar. Du kommst auch später zur Party. Na, er nicht. Der Meister darf nicht kommen. Die sind ist nicht in Ordnung. Wir wollen unter uns sein. Ey Jungs, ich werde zum Templer befördert. Heute Nacht gibt's eine Party. Okay, vielleicht kommen die doch nicht. Er kommt auch. Alles klar bei dir? Moment. Okay, er ist nicht da. Er ist gerade noch am Meditieren. Er hat keine Zeit. Warte, wo ist er denn? Also, hier sind wir beim Tempel. Ich weiß nicht, wir sollten nicht zum Meister direkt gehen. Wir gehen erstmal zu Korkalom. Genau, wir gehen erstmal zu Korkalom und geben ihm erstmal das ganze Zeug. Und mal gucken, was der Gute sagt. Vielleicht sagt er heute Danke. Ich bin sehr positiver Dinge. Sehr gut, dass wir schon zum Templar befördert werden. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das dauert noch ein bisschen. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir bald eine fette Rüstung. Yeah. Und vielleicht können wir ja auch den Schwertkampf üben dann. Mal sehen. Vielleicht klaue ich ja ihm das Schwert. Was hat er denn für ein Schwert? Achso, wir haben das gleiche. Vielleicht haben wir schon das beste Schwert. Aber das werden wir noch herausfinden. Wir werden auf jeden Fall so viele Templer verprügeln, bis wir das beste Templerschwert haben. Okay, komm, wir gehen zu Chor. Erwache, Chor. Was willst du? Moment, ich habe hier was gefunden. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut. Was willst du? Ja, ganz ehrlich gesagt, das Danke hat mir schon gereicht. Oh, ich würde sagen, eine Rune. Oder eine Waffe. Ich würde sagen, wenn schon eine Rune. Weil wir haben eine Waffe. Ich glaube nicht, dass die Waffe sehr gut ist. Obwohl, er hat ein cooles Schwert eigentlich. Aber er wird uns das Schwert bestimmt auch nicht geben. Ich würde eigentlich eher zur Rune tendieren, weil es ist irgendwas Cooles vom Schläfer. Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg erleuchten. Ja, ich habe gerade schon gesehen, wir können das Kraut tatsächlich nochmal abgeben. Also, das scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Also, wir haben die Quest schon fertig. Ja, also, das ist nicht so schlimm. Wir können die Crawler-Zangen abgeben. Mal gucken, vielleicht macht er uns was Gutes für die Party heute Nacht. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Wie? 3 Tränke für 33 Minecrawler-Zangen? Oh. Will er uns nicht da irgendwie was klar machen für? Das ist ein bisschen arm, oder? Oder vielleicht mal gucken, was sind das für Tränke? Ja, dich auch. Moment, wir gucken mal, wie sehr er uns verarscht hat. War das jetzt Heiltränke oder was? Ich glaube, er hat uns verarscht. Nee, es ist einfach Chor. Chor, ja, wie gesagt, er muss sich immer wegballern. Nee, weil der Schläfer hat keinen Bock auf ihn. Verdammt. Egal, wir quatschen weiter mit ihm. Erwache, Chor. Was willst du? Aber er hat tatsächlich Danke gesagt. Das ist wirklich cool. Also Danke hätte mir eigentlich schon vollkommen ausgereicht, ganz ehrlich. Das hätte mir, er hätte gar nichts mehr geben müssen. Das passte eigentlich schon ganz gut. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Ich hatte Thalas, einen Novizen, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen, aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht, aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Wo finde ich Thalas? Er versucht, auf dem Vorplatz des Tempelbergs Leute zu finden, die ihm helfen. Wer hat den Almanach gestohlen? Nicht so
Talas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Du wirst angemessen entlohnt werden. Sieh schon, wir bekommen 50 Erz. Okay, Moment. Wir sehen uns. Wir gucken mal, was das für eine Rune war. Haben wir gar nicht geguckt. Wir haben nur... Hier ist die Rune. Mal sehen, das ist ein Licht. Okay. Kann man das schon benutzen? Nee, okay. Uns fehlt das. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Magie lernen wollen. Ich würde ehrlich gesagt lieber das Schwert bald benutzen. Und wir sollten auch mal hier zu den Templern gehen. Ich hoffe, die sind dann nachts überhaupt am Trainieren. Nicht, dass wir dann nochmal irgendwie pennen müssen. Fortuno ist auch nicht nachts am Arbeiten. Was ist denn hier los? Ob der hier wohl in der Hütte am Start ist? Ich meine, wir können uns ja bestimmt unsere Ration holen. Ach, verdammt, ich habe kurz gedacht, es ist vor Mitternacht. Ist das seine Hütte hier? Na gut, er ist nicht am Meckern. Sehr schön. Hier in der Bruderschaft sind wir alles liebevoll am Teilen. Erwache! Erwache, mein Freund. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarze. Wir rauchen selbstverständlich alle 3 hintereinander. Morgens beim Kaffee. Wie gesagt, ich muss in Stimmung kommen. Achso, nee, hier war nichts los. Ich habe kurz gedacht, dass Fortuno irgendwas hatte. So, wir sollten zu Kor Angar. Der steht hier oben auf der Plattform. Aber ich würde auch nochmal ganz gerne hier mit dem Meister reden. Erwache. Erwache, mein Freund. Und mal eben kurz sehen. Also den ersten Kreis lernen wir auf jeden Fall noch nicht. Aber wir können ja mal gucken. Ich möchte Schriften. Ob er hier irgendwie was Neues hat. Warte, was hat er denn hier? Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Pfeile. Ja, vor Pfeilen haben wir, glaube ich, recht wenig Schutz. Aber bisher Schutz vor Waffen 10. Also er hat neue Sachen. Habe ich so... Oh, er hat eine Menge neue Sachen. Okay, was hat er denn hier? Licht haben wir schon, Heilung, oh cool. Heilung und Windfaust, was ist denn das? Freundlich stimmen, das ist cool. Das klingt irgendwie so, jetzt könnten wir jemand anderen manipulieren. Cool. Diese Lichtzauber, Telekinese, davon haben wir einen. Ich habe keine Ahnung, was Telekinese ist. Nee, ich habe keine Ahnung, was Telekinese ist. Ich komme zumindest nicht drauf. Vielleicht fällt es mir später einmal sehen. Was gibt's hier noch? Verwandlung? Ach, für eine Blutfliege kann man sich verwandeln. Okay, ich will aber keine Blutfliege sein. Crawler? Will ich auch nicht sein. Lurker auch nicht. Mole? Nein. Scavenger? Wollen die mich verarschen? Das sterbe ich doch sofort. Wolf? Nee. Windfaust? Nee, okay. Ja, aber dieser Ring... Mit 10 Schutz vor Waffen, der scheint eigentlich ganz cool zu sein. Da bin ich noch kurz am Überlegen, ob wir uns den ob wir uns vielleicht den holen sollten. Aber ich wollte auch erstmal gucken, ob wir jetzt wirklich Templer werden, weil dann müssten wir auch die Kohle. Es ist natürlich keiner hier. Vielleicht können wir hier schlafen, wenn wir ein freies Bett finden. Mal sehen. Ist das hier überhaupt eine Hütte? Tatsache. Und hier schläft keiner. Sehr gut. Kollege, ich muss mal hier kurz schlafen. Ne, wir wissen auch nicht, wo Kor Angar seine... Okay, ich hab dir kurz gedacht, dass er jetzt doch sauer ist, weil ich in seinem Bett geschlafen habe. Was für ein Wetter. Okay, jetzt habe ich meine eigene Party verschlafen, verdammt. Egal, wir verschieben die. Wir machen das ein andermal. Sehr gut. Komm, wir gehen zu Kor. Okay, ihn können wir nicht Kor nennen. Ihn müssen wir Angar nennen, okay. Erwache, mein Freund. Kennst du meine Stärke? Wie werde ich... Moment, dann sagen wir einfach das. Ich möchte Templer werden. Die Zeit ist gekommen, da du aufgenommen wirst. Du solltest eins wissen. Templer zu sein bedeutet nicht nur gut kämpfen zu können und das Lager zu beschützen. Wir sind die auserwählte Wache des Schläfers, die Hüter des Geistes. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein.
Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen, dass du nun bereit bist, einer der unseren zu werden. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestählten Körper widersteht jeder Bedrohung. Geh nun zu Gornatot am Übungsplatz. Er wird dir deine neue Rüstung geben. Du, sehr cool. Ach, Zweihandwaffe. Die erste Stufe kostet 30 Punkte. Das ist natürlich sehr teuer. Die haben wir gar nicht. Oh, das mit der Zweihandwaffe, das wird sehr teuer. 30 Punkte, boah. Und dann die nächste 40, oder wie? Also brauchen wir 7 Level nur fürs Schwert, um auf das gleiche Level zu kommen wie mit der Einhandwaffe? Na denn? Ich möchte meine Templer-Rüstung abholen. Es ist mir eine Freude, dem Mann eine von unseren Rüstungen zu überreichen, der die Eier der Minecrawler gefunden hat. Diese Rüstung soll dich schützen, so wie der Schläfer die Bruderschaft schützt. Dafür, dass er am Anfang sehr, sehr fies zu uns war, dafür hat er es sehr nett gesagt. Aber wieso haben wir denn nicht die gleiche Rüstung wie er? Halt, wieso haben wir unser Hemd an? Wollen wir das nicht auch ausziehen und dann so halbnackt wie die durch die Gegend laufen? Ich habe mich eigentlich schon gefreut, dass wir die Zitzen mal von unserem Helden sehen. Das hätte für sehr viel Material gesorgt. Schade. Wieso hat er denn das Hemd noch an? Das ist ein bisschen traurig, dass wir das Hemd anhaben. Aber okay. Zumindest haben wir jetzt einen coolen Rock. Wir haben sogar richtige Schuhe. Aber vielleicht können wir ihm ja sofort sagen, wir wollen eine bessere Rüstung. Ich hätte lieber die von ihm. Erwache! Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte dir eine bessere Rüstung zuteilen. Doch dafür musst du einen großzügigen Beitrag an die Bruderschaft spenden. Ach so. 2100? Das ist eigentlich gar nicht so viel Erz. Warte, wie viel Geld haben wir denn? Ich habe es mir anders überlegt. Wie du meinst. Wie viel Geld haben wir? Wir haben... Ach, das ist ja gar kein Problem. Dann kaufen wir uns doch die Rüstung. Ist ja schweinebillig. Ich brauche eine... Ich könnte dir eine... Moment, komm. Ich möchte eine schwere Templerrüstung haben. Du bist noch nicht so weit. Bewähre dich erst noch weiter für unsere Gemeinschaft. Dann wird dir auch das Recht zuteil, solch eine erlesene Rüstung zu tragen. Er ist ja so fies. Er ist so fies. Ich habe mich voll gefreut. Ich brauche eine bessere... Ich könnte dir eine... Wir überlegen, sollen wir die mittlere wirklich kaufen oder ist das nicht Geldverschwendung? Weil die Rüstung, die wir haben, die ist jetzt bestimmt schon um einiges besser. Ich habe es mir anders. Wie du meinst. Und wir waren ja auch sehr stark gewesen. Wir gucken mal. 65, 20 und 20. Ich denke, wir bleiben erstmal bei dem billigen Modell und kaufen dann später sofort die fette Rüstung. Ja. Wir holen jetzt erstmal den Almanach für unser Meister. Genau. Oder sollen wir eigentlich auch mal zu Iberten? Wobei eigentlich eher lieber nicht. Nicht, dass er noch Natalia ist. Ist nicht gut. Aber Moment, das ist die falsche... Egal, wir können auch mal hier wieder runtergehen. Ah nee, wir müssen ja zu Talas. Ja, dann müssen wir doch zum Tempel. Da, wieder diese schöne Musik. Sehr beruhigend. Ich liebe es, hier zu sein. Es ist eigentlich das beste Lager von allen. Hier, die Leute sind immer am Trainieren, auch wenn es Weicheier sind. Die tun nur so, als ob sie hart sind. Nee, Jungs. Ach ja, schön. Jetzt gehören wir hier zu den Templern. Das ist sehr gut. Und wir haben es geschafft, ohne uns zu tätowieren oder die Haare abrasieren zu müssen. Das ist sehr gut. Das gefällt mir doch sehr gut. Ich habe einmal vergessen, dass wir eigentlich für Geländer sorgen wollten. Aber das werden wir erst als Prior erledigen. Genau. Wir müssen erst Iberion loswerden. Oh, was ist mit ihm los? Wer ist er? Ach, was ist mit ihm los? Okay. Er war wohl auf der Party, die ich leider verschlafen habe. Er scheint noch ein bisschen verwirrt zu sein. Er ist aber ganz normal. Ist auch noch früh am Morgen. Es hat auch morgens geregnet und so. Das ist ein verregneter Sommermorgen. So. Wir sind jetzt gleich erstmal schön beim Tempel. Wobei... Ach ja. Nee, bei Fortuno waren wir schon gewesen. Moment. Wir können eigentlich auch ein bisschen feiern. Ist eigentlich auch mal ganz gut. Wir waren auch schon lange nicht mehr hier in der Pfeife. Das ist eigentlich meine Lieblingspfeife. Hm. Sogar mit Früchtegeschmack. Oh, das ist wirklich gut. Was sind das? Sind das Waldbeeren vielleicht? Hm, oh ja. Sehr gut.
Aber es knallt nicht so wirklich. Ich habe das Gefühl, dass man immer mehr davon braucht. Tja. Da müssen wir mal mit Chor reden, dass wir da irgendwie mal was machen können. Vielleicht klappt das ja, dass wir irgendwie ein bisschen von den Eiern so für uns haben. Wir hätten ein Ei für uns behalten sollen. Das wäre eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Chor wird bestimmt ein paar Eier für sich selber beiseite schaffen. Er wird bestimmt nicht alle verwenden für das Ritual. Naja, darüber machen wir uns erstmal später noch Gedanken. Wir gehen erstmal schön zu Talas und werden den Almanach, genau, den Almanach holen. Genau. Ach ja, Talas. Talas war aber nett. Der hat eine coole Stimme gehabt. Er schien nett zu sein. Erwache. Erwache, mein Freund. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht darüber reden. Ach, was ist denn mit ihm? Schämt er sich? Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. In der Geschichte muss aber was dran sein. Ach, Erz haben wir eigentlich genug. Einverstanden. In Ordnung. Wir können losgehen, sobald du bereit bist. War nicht besonders schlau. Ich bin bereit. Wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Selbstverständlich, mein Bruder. Ich könnte niemals von ihm Geld verlangen. Ich meine, er gehört doch zur Bruderschaft. Das geht doch nicht. Wir sind hier alle wie eine große Familie. Gut, das mit dem einen Templer in der alten Mine, das zählt nicht. Da war ich kurz schwach. Okay, und der Schläfer hat es ja auch erlaubt. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir mit Talas doch erstmal schön hier lang. Dann passen wir doch auf, dass ihm auch nichts passiert. Er hat auch einen ziemlich guten Klopper. Aber ich glaube, unserer ist schon mittlerweile wesentlich besser. Wir waren auch am Überlegen, wenn wir die erste Stufe von dem Zweihandschwert haben, ob das dann ja auch schon gut genug ist, dass wir das benutzen können. Müsste eigentlich ja so sein. Also, ja, ich hoffe doch, dass wir... Boah, das sind aber trotzdem immer noch so viel. Irgendwas mit 3500, 6, 7, 800. Irgendwie sowas um den Dreh. Das ist ja doch einiges. Ich glaube jetzt nicht, dass wir über die eine Quest so viel EP bekommen werden. Aber mal gucken, vielleicht vertue ich mich auch. Und es ist... Ja, vielleicht ja doch schwerer als gedacht, an dieses Buch zu kommen. Ich hoffe auch nicht, dass es allzu weit weg ist. Schade, Talas kann keine Akrobatik. Aber so kann man mal sehen, um wie viel schneller man ist. Ach, oh, er hat aufgehört zu laufen. Moment, wir dürfen nicht zu schnell. Aber man ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell dadurch geworden. Aber schön, es hat aufgehört zu regnen, ist zwar noch bewölkt, aber ja, das ist nicht so schlimm. Ich finde, das macht... Oh, cool. Ich finde, Moment, wir sollten ihn beschützen. Ja, er läuft schon weg. Tala ist sogar kein Problem. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ach, Mann. Jetzt kommen... Ach, Moment, wir holen ihn. Komm her, Hase. Keine Angst. Wir kümmern uns um dich. Dieser Herr Varan, der ist nur am Schlafen. Er ist nicht tot. Ach. Ach. Du meinst die Viecher oder was? Die kenne ich sogar. Die sind scheiße. Oder nicht? Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Naja. Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Gut, okay. Er sorgt für den Rückzug. Sehr gut. Ja, und wir können uns ja dann mal um diese scheiß Wichser hier kümmern, die uns schon in den allerersten Folgen gewaltig auf den Sack gegangen sind. Die werden jetzt alle schön sterben, einer nach dem anderen. Die scheiß Gang. Die haben uns die ganze Zeit beleidigt. Oh mein Gott, das sind aber ganz schön viele. Das sind ja wirklich ganz schön viele. Okay, die sind aber nicht sehr stark. Aber die laufen verwirrt umher. Okay, die sind wirklich schwach, okay. Wir hätten sie früher schon verprügeln müssen, verdammt. Oh, die geben aber sehr gute Erfahrung. Ist sie nicht noch
Hier ist doch noch einer irgendwo. Da ist er doch. Er stirbt! Stirbt! Ach ja, die haben es verdient zu sterben, allesamt. Es ist auch so eine sehr kriminelle Gang gewesen. Tja, die hätten mich nicht beleidigen dürfen. Dann wäre denen das auch nicht passiert. Ach so, die haben ja nichts dabei, die Goblins. Okay, schade. Hier ist eine Höhle. Warte, ist das hier schon alles? Sieht so aus. Ja doch, sieht tatsächlich, hier geht's auch nicht weiter. Vielleicht ist auf der anderen Seite von dem Stein noch was. Mal sehen. Nee. Okay. Hier ist nur ein dekorativer Baum. Eine Kante, an der wir schönerweise hoch... Okay, ein Baum aus Stahl. Wir kommen hier nicht vorbei. Moment. So, cool. Dann gucken wir uns mal die Höhle an. Mal sehen, sind die nur Goblins oder gibt es eigentlich auch noch Chef-Goblins? Ja, guck mal, wir gehen erstmal links lang und gehen dann nochmal links. Wir halten uns erstmal außen. Nicht, dass wir uns noch verlaufen. Okay, hier sind wir in der Sackgasse. Okay, es kommt kein Vieh. Sehr gut. Nehmen wir das so alles mit. Ach, da ist... Ach, jetzt kommen sie. Ja, die sind auch sehr intelligent. Moment, stirb! Sehr gut. Für den Schläfer. Für den Schläfer vergießen wir sehr gerne das Blut. Ja. Ach ja, ja, wie viele sind denn noch hier? Okay, vielleicht schaffen wir das Level doch, wenn es so weitergeht. Moment, die Nagelkeulen nehmen wir mit. Ey, bin ich ja mal gespannt, wann wir dann die fette Rüstung bekommen. Wie lange wir da noch warten müssen. Ich hoffe ja nicht allzu lang. Es ist wirklich sehr traurig, dass man das Hemd sieht. Also wirklich sehr schade. Boah, sind das viele. Boah, guck mal, wie viel. Wir haben auf jeden Fall das Level gleich geschafft. Es wird kack. Boah, es hört ja gar nicht mehr auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben hier einen ganzen Clan ausgelöscht. Also das, von denen die Gang so groß ist, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das sind so 5-6 Stück. Mein Gott, was haben wir hier umgebracht? Wir haben 30 Viecher von denen schon gekillt. Ein bisschen übertrieben. Das war eine ganze Armee. Naja, komm, die Nagelkeule lassen wir da mal schön liegen. Ich denke, wir haben genug von denen. Okay. Das war wohl das Wohnzimmer, denke ich. Oder vielleicht auch die Küche. Wer weiß, wir wissen es nicht. Ich denke auch niemand von den Goblins wird uns die Frage beantworten können. So. Halt. Genau, haben wir noch ein bisschen Kraut. Sehr schön. Der gute Nachtschatten. Jetzt habe ich ein wenig... Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Sehr gut. Oh, schön. Schön, schön. Eine Spruchrolle. Sah so ein bisschen wie eine Rolle aus, die wir schon mal hatten. Ja, genau, der Feuerball. Mana kosten maximal 5. Ach, pro Mana. Den kann man vielleicht aufladen oder so. Den können wir auch irgendwann mal wirken auf ein großes, gefährliches Monster. Da bin ich aber gespannt. Okay, kein kompliziertes Schloss. Dieses uralte Zauberbuch enthält eine Reihe magischer Formeln, die sich alle auf die Verwendung sogenannter Fokussteine beziehen. Sehr gut. So genau das, was wir gebraucht haben. Können wir das Buch auch lesen? Mal sehen. Hier ist es doch. Oh, sehr schön. Kapitel 23. Die gebündelte Macht. Die im Inneren des Steins ruhende und ständig wachsende Kraft wird durch die Worte des Magiers freigesetzt, beständig oder auf einen Schlag. Das liegt allein im seinen Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht. Er ist nunmehr eine leere Hülle. Die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind vielen Künstlern der arkanen Kräfte zugänglich. Auch ein neues Artefakt mit Energie zu füllen, ist mehr magisch,
mehr magische Geflogenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Okay, doch einen gebrauchten Fokusstein wieder erneut aufzuladen, verstehen nur Auserwählte, diese Formeln aus uralten Tagen dient als Zeichen der hohen Gabe. So dann, Wissender, öffne deinen Geist für die Worte. Das kann ich nicht lesen, was steht da? Alter Macht. Ach so, das ist ein L. Alter Macht. Sehr schön, sehr schöner Text. Hat sich einer sehr viel Mühe gegeben. Das kann man auch einfach öffnen, sehr gut. Okay, Goblins haben keine Schlösser. Auch wenn die Kiste eindeutig ein Schloss vorhängen hat, ignorieren wir das mal einfach. Ja, aber cool. Dann haben wir den Auftrag schon erledigt. Der war auch sehr einfach. Ja, das muss ich sagen. Es war bisher sehr einfach in letzter Zeit von den Kämpfen her. Ich hoffe doch, dass das später noch ein bisschen schwerer wird. Ich bin mir sicher, dass später noch schwerer wird. Vielleicht haben wir am Anfang ein bisschen zu viele Nebenquests schon alle gemacht. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, schon alle möglichen Quests gemacht. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Nebenquests dazu. Wir haben auch sehr viele Monster gekillt. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Alles klar, komm, wir gehen zurück ins alte Lager. Auf Normalgeschwindigkeit. Ich denke, wir müssen ja mit ihm zusammen ins Lager. Wir können jetzt bestimmt nicht einfach an ihm vorbeihoppeln, auch wenn es sehr schön wäre. Na komm, Talas, wir müssen noch trainieren. Du willst ja auch Templer werden. Wir müssen jetzt hier erstmal 5 Kilometer joggen, dann in dieses Wasser springen, den richtigen Wasserfall aussuchen, nicht, dass man aus Versehen stirbt. Ich meine, es war ganz rechts. Der Wasserfall, der war safe. Jetzt erstmal Talas zack reinschubsen. Nein, das würden wir natürlich nie tun. Der Schläfer würde uns das nie befehlen. Niemals. So, ey, da bin ich ja mal echt gespannt. Dann können wir gleich schon das heilige Ritual machen, denke ich. Außer Korkalom fällt wieder irgendwas auf, was fehlt. Und wir müssen nochmal irgendwo hinlaufen und etwas holen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir jetzt das Ritual machen können. Dann können wir uns endlich alle mit dem Schläfer verbinden. Und mehr über den Schläfer erfahren, genau. Weil so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wieso sie sich genau mit dem Schläfer verbinden wollen. Einfach nur, okay, der Schläfer ist sehr witzig. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Korkalom. Ja. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, okay, bisher stand er eigentlich auch nur da vorne am Tempel. Mehr hat er nicht gemacht. Tja. Nee. Naja, was will man tun? So ist das nun mal. Früher wäre das ganz anders. In seiner Haut würde ich immer. So, ja. Warte. Ich bin schwer am Überlegen. Wir gehen jetzt zu Korkalom. Und bringen ihm erstmal das Buch, genau. Tun wir doch das. Wir gehen hier in die kleine Abkürzung. Das mit dem Wasser kriegen wir hin, ohne nass zu werden, sehr gut. Ich will die Klamotten sauber haben. Ja genau, hier links lang. Sehr gut, ich kann mich erinnern. Nee, erstmal schön die Treppe hoch. Moin Jungs. Ah, hier sind ja Kollegen jetzt. Ja, stimmt, wir sind auch Templer. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, diese heilige Robe zu tragen. Fühlt sich gut an. Besonders die Schuhe sind gut. Die Schuhe sind, glaube ich, das Beste. Moin. So, hier ist Kane. Kane hatte nichts zu sagen. Na ja, komm, Kor. Herr Wache, mein Freund. Was willst du? Ja, was will ich wohl? Ich habe das Buch gefunden. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Bei Nacht? Das klingt sehr gut. Ich hatte auch bisher die besten Seancen mit dem Schläfer nachts.
Das war immer sehr intensiv gewesen. Es war immer sehr schön. Also der Schläfer hat einen sehr blendenden Humor, muss ich sagen. Vielleicht geht die Leiter sehr gut. Die Leiter scheint zu funktionieren. Die andere, die sieht ihm morsch aus. Die brauchen wir nicht. Er hat auf jeden Fall einen sehr guten Humor. Also ich habe noch nie so viel gelacht. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Also er ist sehr witzig. Er macht es auch sehr gerne über Chor-Witze. Ich habe ja schon mal erzählt, er mag ihn gar nicht. Tja. Deswegen wird sich Chor heute richtig wegpfeifen. Das passiert mir nicht nochmal. Tja. Warte, Gorna Drack, das war doch der Typ vor der Mine. Erwache. Erwache, mein Freund. Achso, wir können ihn nochmal fragen. Jetzt haben wir doch genug Elixier. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Nein, er ist nicht auf dem neuesten Stand. Er scheint sehr schlecht verbunden mit dem Schläfer zu sein. Der Schläfer mag auch keine Templer mit den Tattoos unter dem Auge. Nee, die sind sehr unschläfermäßig. Ähnlich wie dieser Tempel. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass es nicht der richtige Tempel ist. Also ich bin mir sicher, dass der Schläfer einen mächtigeren Tempel hat. Weil er doch ziemlich klein ist. Dann war in dem Tempel überhaupt kein bequemes Bett, keine Couch. Das ist sehr unschläfermäßig. Und es gab auch kein Schläfersymbol. Gibt es überhaupt ein Schläfersymbol? Mal gucken. Gibt es ein Schläfersymbol? Vielleicht das da unten auf seinem Rock. Es könnte ein Schläfersymbol sein. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht muss ich noch ein bisschen meditieren darüber. Bin noch am Überlegen. Vielleicht haben die ja was. Auf der Brust, das könnte das Schläfersymbol sein. Es könnte sein. Es sieht schläfermäßig aus. Ja. Wir sagen einfach, das da ist das Schläfersymbol. Bin mir sicher, der Schläfer würde dem zustimmen. Ach, wir haben es nicht auf dem Rücken. Sieht aber auch sehr gut aus. Sieht auch sehr schläfermäßig aus. Sehr gut. Okay, wir sollen bis zur Nacht warten. Oder wollen wir nicht? Wir haben ja eigentlich... Nee. Wir gehen erstmal schön zu Chor. Anga, genau. Und werden erstmal den Schwertkampf lernen. Genau. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist sehr schön. Bald werden wir auch in den Künsten des Zweihandkampfes gelehrt. Moment, nein, von ihm wollen wir nicht unterrichtet werden. Wo ist Chor? Wo ist Chor? Ist Chor schon vorne am Tempel? Es ist noch gar nicht Nacht. Er hat doch gesagt nachts. Nicht jetzt. Wir haben doch erst... Ja, wir haben mittags. Oder er ist am Essen. Wo ist Chor Anga? Erwache! Erwache, mein Freund. Okay, kann er. Kannst du mich trainieren? Stärke und Geschicklichkeit. Nein, er kann das nicht. Mann, wo ist Koanga? Mist. Ey, da braucht man den einmal. Und ich weiß nicht, wo seine Hütte ist. Vielleicht da vorne oder so. Es müsste ja hier irgendwo in der Nähe sein. Oder er könnte auch schon am Platz sein. Es wäre schon sehr traurig, wenn... Ja... Ich würde gerne vor dem Ritual die Waffe haben. Das sieht cooler aus. Ich meine, ich bin ein Templer. Jeder Templer hat so eine Waffe. Und ich laufe die ganze Zeit mit so einem scheiß Knüppel durch die Gegend. Das ist nicht in Ordnung. Sogar die zwei Idioten haben so ein Schwert. Aber wir können das ja eigentlich schon mal anziehen. Ja, wir können ja so tun, als könnten wir schon damit umgehen. Ja, genau. Es sieht sehr gut aus. Schön. Es ist aber auch sehr schwer. Mit der Zeit wird das schon passen. Es geht.